heute kommen wir am Türchen Nummer 8 an, und zwar beim Zahntechniker. Mhm. Einmal nach. Okay. Und zwar geht es darum, also ich lese euch jetzt einen Satz vor und dann gibt es 3 Antwortmöglichkeiten, wie der enden könne. Und ihr müsst dann natürlich die richtige Antwort sagen. Also, der Artikulator spielt im zahntechnischen Meisterlabor eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um A. Ein technisches Gerät, mit dem die Unterkieferbewegung im zahntechnischen Labor naturgetreu simuliert wird. B. Eine oder ein im zahntechnischen Labor für die klare und deutliche Kommunikation der spezifischen Kundenanforderungen zuständige Mitarbeiterin. Also du lachst, muss das sein. Oder C. Eine musikwissenschaftliche geprägte, nee, einen musikwissenschaftlichen geprägten Begriff für Zuständige im Sinne einer Labormitarbeiterin, motivierenden, sinnvoll gestalteten, gegliederten und betonten Unterhaltungsmusik. Stefan? Also ich würde sagen B, die Mitarbeiter, die im Zahntechnik am Büro angestellt ist. Fachbegriff ist da, glaube ich, Logopädin für Zahntechniker. Aber sie... Also sie haben eine logopädische Ausbildung und unterstützt den Zahntechniker bei der korrekten Artikulation der medizinischen Ausdrücke. Was? Ach, das stimmt. Susanne. Bist du ja fertig? Ich glaube, ich habe den Begriff schon wieder vergessen. Also, ich fasse mit dich nochmal zusammen. Weder ist es ein Gerät, es ist eine Mitarbeiterin oder es ist die Musik, die dem Mitarbeiter. Kannst du ja nicht auch mit dabei testen? Ja, kannst auch. Eine. Ja. Die Musik. Artikulator. Hast du das aber auf Spotify gesehen, die Genre? Also das... Das ist eine Artikulations-Playlist. Das ist eine spezielle Musik, die läuft, damit sich die Kiefermuskulatur entspannt. Und zwar... Ja, doch, das ist so eine Mischung aus Wahlgesänge und Meditationsmusik. Da gibt es ganz wissenschaftlich ganz deutliche Unterschiede. Wenn die läuft, ist dieses, das ist viel lockerer und deswegen kann man das besser ausmessen, wenn das Ding locker ist, wie wenn das... die Musik nicht läuft und der Messvorgang ohne das vorgenommen wird, ohne die Musik. Das sind die Schwingungen? Ja, das sind Schwingungen. Ich verstehe das nicht, das ist so logisch, dass es Antwort A ist, weil die anderen zwei Antworten sind ja totaler Schrott. Als ob das eine Musikrichtung ist oder eine Mitarbeiter-in. Ich meine, die Mitarbeiterin kann auch ein technisches Gerät, sonst können wir nicht so. Okay. Also gut, ich kriege den Punkt, oder? Du, keiner kriegt den Punkt. Kein Punkt. Oh.